Am 6.9.2024 gegen 2.40 Uhr betrat ein mit Machete bewaffneter Albaner aus Linz die Schleuse der Polizeiinspektion Linz und drohte damit, die Kolleginnen und Kollegen zu töten. Der Schleusenbereich wurde beidseitig verriegelt, sodass er nicht auf die Polizeibeamten oder andere Personen einwirken oder flüchten konnte. Er konnte nach dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts in der Schleuse von einem Spezialeinsatzkommando fixiert und festgenommen werden, wobei er leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen seiner Wohnung wurde an eine Wand gezeichnete Flagge des terroristischen Vereinigung im Ausland Islamischer Staat vorgefunden, weswegen die Ermittlungen durch die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus in Rheinland-Pfalz wegen versuchten Mordes übernommen wurden. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt.